Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu Rogue Galaxy. Wir befinden uns auf der Dorgan Goa mit allem Mann hier versammelt und müssen diese drei Teile finden. Moment, was sagt er hier nochmal? In Ordnung, Leute, das ist jetzt der wichtigste Auftrag überhaupt. Egal, ob Valcock oder Pulkogi, jetzt haben wir Gelegenheit, ihnen zu zeigen, wer hier der Boss ist. Also wir müssen auf die ganzen Planeten nochmal zurück in Ruinen und nach diesen drei Teilen Ausschau halten. Jester, lass dich bei diesem Auftrag nicht ablenken, ja? Wir brauchen die drei Teile möglichst schnell. Da sagt sie es uns auch nochmal. Bevor wir irgendwas machen, gucken wir natürlich, ob wir Enthüllungen haben. Tatsächlich eine haben wir hier für ihn. Bitteschön, gib ihm. Angriffsplus Level 1, sehr schön. Und dann ist es sogar so gut, dass wir noch mehr machen können. Einfrierabwehr, tipptopp. Da geht's aber dann nicht weiter. Und hier haben wir so eine Sanchez-Frucht noch. Bitteschön. So. Haben wir das auch erledigt? Ich denke mal, dass wir von hier aus starten können. So sieht's aus. Da sind wir gerade auf Rosa. Wir müssen wahrscheinlich nach Zerat, Vedan und Jureika. Da gibt's auch noch diesen Rosennebel, keine Ahnung. Da hinten ist noch ein Planet, der da zu sehen ist, wo wir nicht hin können. Ich weiß jetzt nicht, wo wir zuerst hin müssen, was da gesagt wurde. Ich meine, wir versuchen mal. Rein von der Logik her wäre jetzt Jureika dran. Ich habe aber irgendwas mit Vedan in Erinnerung. Wie auch immer, wir fliegen trotzdem nach Vedan. Wir fliegen nach Vedan. Ja, bitteschön. Auf geht's. Ich weiß nicht warum, irgendwas sagt mir, dass wir wieder nach Vedan müssen. Gar kein Schimmer, ob das richtig ist. Aber egal. Da ist auf jeden Fall Vedan, wo wir in dieser Mine waren. Na. Sind wir hier denn richtig? Anscheinend schon, denn wir haben ein Ziel auf jeden Fall auf der Map. Dann würde ich mal sagen, Ah, ich dachte, die können wir aufmachen. Hier waren wir noch gar nicht, ne? Das ist nämlich hier das Hauptquartier vom Boss. Hier hat er geschlafen. Eine riesige Badewanne. Ach du Schande, was ist denn hier? Badet er in Wein oder was? Naja. Jeder hat so seine Vorlieben. So, wir wollen aber natürlich hier raus. Von daher benutzen wir den Fahrstuhl. Ich hoffe, er fährt in die richtige Richtung. Ich bin mir da nämlich nicht ganz so sicher. Ah, wir sind jetzt hier. Genau, hier geht's nämlich lang. Dann erstmal gucken, mit wem wir überhaupt rausgehen oder ob wir das wieder vorgeschrieben bekommen. Hey, don't go off by yourself. Wie, mit den beiden müssen wir? Naja, also Zagram traue ich ja nicht so ganz über den Weg. Aber gut. Naja. War das beim ersten Mal schon so komisch? Dass wir hier landen? Ich weiß es jetzt nicht. I wonder how far we've gotten. Anscheinend, ach so, wir müssen uns ja hier ein bisschen benehmen. Ich glaube ja, hier waren wir auch letzte Mal. Ja, reden wir mal mit dem? Ja, reden eigentlich nicht, sondern gucken, was er anzubieten hat. Müssen wir irgendetwas kaufen? 33 haben wir nur, das ist aber schlecht. Da müssen wir ein paar einkaufen. Ups. Bitte,
Wiederbelebung haben wir eigentlich immer so auf 30 gehabt. Ja, mehr geht auch nicht. Göttliches Heilen. Göttliches Heilen. Ach so, es heilt alle Statusveränderungen. Naja, wenn wir es brauchen, dann holen wir uns das. Ansonsten nicht. Okay, ach, Moment, wir können ja hier teleporten. Wir müssen ja nicht laufen. Wir können uns ja teleportieren. Teleportieren. So, gerade gar keine Ahnung, wohin wir müssen. Also es ist der Raumhafen. Vom Raumhafen runter. In die Minen? Nee, von den Minen aus. Ist es weiter noch dahin? Ja doch, das ist aber in den Minen auf jeden Fall. Wir gehen mal dahin. Kann ja sein, dass es da jetzt weitergeht und wir letzte Mal nur nicht daher konnten. Wir gucken einfach mal, weil es sieht so aus, als müsste man... Als müssten wir in diese Richtung, aber... Da ist ja irgendwie nichts. Also hier gibt es natürlich Gegner, das ist ganz klar, aber... Ach nö. Hau drauf, hau drauf. Immer drauf, 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 drauf. Ja, dann mach mal deinen Blitz. Yeah. Schön draufgehauen. Der Blitz ist ganz nett. Ne, wo müssen wir überhaupt in welche Richtung? In die Richtung. Hier lang. Möglicherweise ist hier was. Ich weiß es ja nicht, ob hier was ist. Ich weiß ja nicht mal, ob wir hier wirklich, hier ist gar nichts. Hier geht's ja nicht weiter. Ah, wie doof. Ich hasse sowas. Ja, wir haben jetzt hier... Wir hauen jetzt nicht mit denen. Wir hauen da jetzt ab. Ist uns egal. Ich möchte schon den richtigen Weg finden. Also das ist ja mal... absolut nicht der richtige Weg. Oder ich weiß hier nicht... den Ausgang oder so. Ach nee, kein Bock. Blub, blub, blub. Scheiße, wo müssen wir denn hin? Das finde ich auch doof, dass uns das keiner sagt hier. Das ist doch ein bisschen blöd. Teleportieren. Wir können da hoch. Da hoch. Das ist immer noch oben. Obwohl das ja höher... Hä? Also ich bin hier... Vielleicht sind wir auch auf dem falschen... Wir gehen mal dahin. Vielleicht sind wir auch auf dem falschen Planet und können hier noch gar nicht hin, weil wir erst nach Jurika oder so müssen. Weiß ich ja leider nicht. Benutzen wir mal den Aufzug. Gar kein Schimmer, gar kein Schimmer. Vielleicht hier lang. Können wir da überhaupt lang? Da kommen wir gar nicht her. Wie blöd ist das denn? Aber hier ist eine Truhe. Nice, habe ich die letzte Mal übersehen, ne? Wie komme ich denn da durch? Also hier durch. Es sieht aus, als müsste ich daher. Hä?
take you on. Boah, den mache ich ja gar keinen Schaden. Keine Lust. Jester. Nee, nee. Ihr könnt von mir aus alle verrecken. Ich hab keinen Bock. Hör doch, jetzt mach doch mal hier. Wir sind hier doch sowieso falsch. Hallo Karte. Daher vielleicht. Ich, keine Ahnung, ey. Sehr unübersichtlich. Don't fall behind, okay? Da ist das auch nicht. Das ist auch die falsche Richtung. Here they come. Tja, auch das scheint nicht der richtige Weg zu sein. Let's keep this pace up. So können wir auch nicht gehen, ne? Hier drunter so, ne. Kein Schimmer, du, kein Schimmer. Naja, müssen wir in die andere Richtung flüchten, weil wir daher nicht können. Danke für nichts. Tja, okay, wenigstens die Truhe haben wir gefunden, aber hier sind wir nicht richtig. Das ist natürlich total beschissen. Ich hasse Spiele, wo man nicht gesagt kriegt, wo man hin muss, sondern einfach so, ja hier, guck mal selber, wo du hin musst. Andere sagen Open World, ich sage ein behindertes Level-Design und Spieldesign. Aber ja. Wir sind hier auf jeden Fall nicht richtig. Da oben hin. Es gibt nichts, wo wir uns dahin teleportieren können. Sogar hier kriegen wir diesen Pfeil angezeigt. Das, woher soll ich denn jetzt wissen, wo ich da hin muss? Ist es dieser blaue Stern da? Kann das sein? Muss ich zu dem blauen Stern? Keine Ahnung. Gehen wir mal zu dem blauen Stern und gucken, ob da irgendwas geht. Wenn da nichts gehen sollte, dann tut's mir leid. Dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Probieren wir es mal. Ja, nur mit Digo besiegen, genau. Weil wir auch Digo dabei haben. Da kommt eine Herausforderung, die für Digo ist, obwohl wir Digo gar nicht im Team haben. Die Herausforderung geht mir auch am Arsch vorbei. Aber wir probieren es jetzt trotzdem aus. So, mit den beiden mal gucken. Wenn wir endlich wissen, was wir machen müssen, dann wechsle ich vielleicht auch das Team. Je nachdem, was gefragt ist. So, das müsste ja diese Richtung sein. Wir kriegen auf jeden Fall den Stern da jetzt angezeigt. Zombies! Oh mein Gott! Ja, die Zombies waren einfach. Ja, da ist der Stern, aber da kommen wir nicht hin. Oh Mann, ist das eine Scheiße, ehrlich. Was ist mit dir? Der Befehl lautet, dass hier niemand vorbei darf. Ja, dann gehe ich vorbei. Vielleicht ist ja tatsächlich hier der Weg. Na, hier geht's auf so eine Straße rein. Was ist denn mit dir? Wer ist das? Es scheint ein Kristall der Macht zu geben, der Angriffs- und Verteidigungskräfte erhöht. Er soll sich aus zwei seltenen Gegenständen herstellen lassen. Rubinerz und Diamantenerz. Ach so, wir haben so ein Rezept bekommen. Machtkristallentwurf. Ah, okay. Nett auf jeden Fall, nett. Und hier waren wir auch nicht. Und hier müssen wir hin. Meine Güte, was eine schwere Geburt, ey. Blau zeigt nur an, dass die Ebene anders ist. Aber wir sind hier richtig. Gott sei Dank. Nicht umsonst hier.
are you doing here? Not a thing. Just taking a stroll, that's all. Keep up the good work, fellas. Oh, yeah? Just taking a stroll, huh? Hey, Jaster, let's take him down. No, I don't want to cause a scene. We should try to talk our way out. What are you whispering about? That's it, I'm taking you in for questioning. Come with us. Okay, Zegram, you win. See? We'd be fighting him either way. Aber mit Kisala kämpfen wir. What the fuck, die ist schon down. Was ist das? Oh mein Gott, wir haben gar keine Chance gegen die. So, jetzt stellt sich mir natürlich die Frage. Sind wir überhaupt richtig auf diesem Planet? Ja, unser Team ist innerhalb von Sekunden tot. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass wir dahin müssen. Ich weiß es aber nicht. Ja, von daher, keine Ahnung. Spiel vorbei. Ja, jetzt starten wir mit dem Spielstand, den wir... Wir haben natürlich keinen Spielstand auf Vedan gemacht. Eigentlich ist das unsere Chance, dann auf den nächsten Planet zu gehen und da zu gucken, wie es aussieht. Vedan wirkt auf jeden Fall zu stark. Boah, ey, das ist echt nervig bei dem Spiel hier. Immer wieder ins Menü, immer wieder neu. Oh, man ist richtig oldschool, aber behindert oldschool. Nicht dieses nostalgische oldschool, sondern what the fuck oldschool. Wie beschissen es damals war. Okay, gehen wir jetzt nach Jurika. Besser. Ja. Gucken wir uns in Jurika um. Ich hatte ja nicht mal die Möglichkeit, da irgendwie einen Heiltrank oder so zu benutzen, weil wir sofort gestorben sind. Wurde mir nicht mal angezeigt, der Heiltrank. Also gehen wir jetzt nach Jurika. Auf jeden Fall. Das gucken wir uns jetzt auch nicht an, oder müssen wir es angucken? Müssen wir nicht. Und das müssen wir uns auch nicht angucken. Das sind eh nur diese Reiseanimationen. Okay, Jurika. Aus dem Fenster sehen wir schon die Berge und sowas. Voll cool eigentlich. Naja. Auch hier haben wir wieder den Pfeil, der uns angezeigt wird, wo wir hin müssen. Also gibt es auch hier was. Ich hoffe, dass es nicht zu starke Gegner sind. Weil es ist halt schade, ne? Ey, geil. Einmal dumm im Kreis gelaufen. Hä? Warum bin ich denn jetzt gerade wieder in den Fahrstuhl gegangen? Doof. Richtig dumm. Was ich mir dabei wieder gedacht habe. Ja, ganz bestimmt nicht. Wo lang war das denn? Hier lang. Hier war es lang, genau. Super. Hey, don't go off by yourself. Perfekt, da müssen wir aber hier irgendwo. Hä? Nee, wir müssen trotzdem da aussteigen. Ist ja noch eigenartiger hier. Jurika. I needed some exercise anyway. Warum mussten wir uns auch mit diesen Wachen anlegen, ey? Warum sind die so übertrieben stark? Und da, jetzt fangen wir nämlich direkt da an, Tal des Abschieds. Nee, wir werden auf jeden Fall... Was? Ich will kein Menü. Nein! Nein, was machst du? Du dummes Schwein! Ja. Können wir nochmal zurück. Das macht schon Spaß, hier hin und her zu fahren. Wenigstens ist die Aussicht nice.
So, jetzt können wir auch hier... So, Verbündete, wenn wir hier schon unterwegs sind, dann... tauschen... Ach so. Ja, weil sie da noch in dem Dingen war. Jetzt müsste es aber gehen. Ja, die Enthüllung. Stimmt, die Enthüllung. Müssen wir ja nochmal machen. Voll vergessen. Weil es so spaßig ist, alles dreimal zu machen. Machen wir das jetzt nochmal. So, so. Dann Verbündete. Tauschen. Zack. Und da ist sie ja schon. Das ist schließlich Lilikas Heimat. Und dann werden wir das auch machen. Speichern jetzt auch hier ab. Weil möglicherweise habe ich mich vertan. Und wir können, können eher auf Jureika was reißen. Teleportieren können wir uns überall hin, aber... Da streift ein riesiges Wesen durch den Wald. Ich sehe von hier, wie die Bäume wackeln. Na toll. Großartig. Auf die Scheiße. Zweimal Heiltrank. Cool. Da wir ja beim Shop welche gekauft haben, die aber ja jetzt weg sind. Okay, okay. Klacko, klack. Okay. Ich hätte nie gedacht, dass man ein Schiff in diesem Tal anlegen würde. Okay, bringt uns nicht weiter, keinerlei Infos. Aber das ist der Weg, weil hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wenn hier Gegner auftauchen, dass die uns nicht in Stücke reißen. Weil sonst müssen wir gleich wieder umdrehen. Da ist aber auch ein Geschäft. Hä? Hier ist das Dorf. Balkakwa. Ich dachte, sie wurde verbannt. Sie dürfte ja eigentlich gar nicht mehr hier rein, oder? Lilika. Naja, wir gehen auf jeden Fall hier ins Geschäft. Aha. Wir müssen unsere Heiltränke auffrischen auf jeden Fall. Suppi, suppi, suppi. Ne, Gegengift will ich nicht. Das, was wir gerade auch gemacht haben. So, hier gibt's ja auch ein... Hier gibt es ja auch einen Teleporter. Ah, wir müssen den langen Weg gehen. Ätzend. Geh mir aus dem Weg, Zagram. Den tauschen wir vielleicht auch noch aus. Das ist ja so ein Verräter. Oder ein, dem man nicht so 100% trauen kann. So, hier. Ah, unsere... Nein, unsere Falle. Oh, jawoll. Da ist sie doch. Ein Insektoid L hat den Käfig beschnüffelt. Aber nicht betreten. Nicht betreten. Wie? Da ist gar nichts drin. Da steht das seit Wochen da drauf. Da hier im Wald und... Da ist nichts drin. Das ist sehr ernüchternd, muss ich sagen.